Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Mad TV. Wir sind am Tag 9 mit 71.400 im Minus. 400 habe ich es mal geschätzt. Das waren bisher immer die 400. Da sind sie in der Wunderzeit. Naja, alles in allem machen sie ihren Job nicht absolut schlecht. Kümmern sie sich besser an ihren Job, Raymond, dann fliegen sie. Worauf warten sie da? Fangen sie an. Sind immer noch die 400. Diesmal sind 600. 71.600 im Minus. Oh, dafür liegt da ein Brief auf dem Tisch. Wahrscheinlich wieder ein Liebesbrief. Und da haben wir auch noch was. Was ist los hier? Ein lieblicher Liebesbrief mit heißen Liebesschwüren von Betty für Rainburn. Oh. Was ist hier? Aufgrund mangelnder Resonanz wurde der Sammy für selbstproduzierte Serie nicht vergeben. Hatte ich ja auch schon mal angedeutet, dass sowas durchaus vorkommen kann, dass einfach keiner was macht und dann, ja, wird auch nichts vergeben. So, wenn alles klappt. Ja, dann fehlt uns Werbung. Gehen wir mal gucken, ob es Werbung gibt und hoffen dann auf 2,5 Millionen Zuschauer bei Alien. Alien Nation, die Alien. Alien ist ein Film, Alien Nation ist eine Serie, die ich überhaupt gar nicht kenne. Was haben wir denn Schönes? Capitalia, Uran Light, Juicy Cat, André Design, Cred Card, Lavaget, Softshop, der Softwareladen um die Ecke. China Vok, SSI oder SSI, wir nehmen mal Lavaget mit. Na komm her, Lavaget. Ja. Und den Softshop, 3 Tage. Ja, 0,25 kriegen wir, glaube ich, dicke immer mal wieder hin. Das so als kleinen Füllwerbespot. Also übrigens, wer es jetzt bis Tag 9 noch nicht gemerkt hat, ich bin auch hier kein Pro-Gamer. Ich bin kein Shooter-King, kein Adventure-King und auch kein Mad-TV-King. Aber mir völlig egal, es macht mir nämlich auch Spaß irgendwie. So, Labaguette kommt dahin. Dann gäbe, wenn das alles klappt, gäbe es heute 165.000 plus 140.000. Sind 305.000, dann 345.000, sind 380.000 und 385.000, wenn das alles klappt. Wenn das alles klappt, ich hoffe es ja irgendwie. Weil dann hätten wir endlich mal wieder was Geld. Alienation, der Rassist, wer ist denn eigentlich die zweite? 2,4 Millionen, nein, so knapp. Ah, da freut sich auch das Kind und der Jugendliche und Mutti sitzen davor. Und wir gewinnen damit, ja. Der Psychotrip, der zweite, der Ausbeuter. Was kommt hier so? Flipper. Wir haben Flipper geschlagen. Und zwar gar nicht so schlecht. Sauber. Dann gucken wir mal, ob Partners da schafft. Sonst hoffe ich, dass es Partners auf jeden Fall hier schafft. So, was haben wir denn? Haben wir denn irgendwas Aktuelles, was wir morgen... Wir haben Flashdance morgen noch. Aber das Schmerzmeer zeigen wir erst was später. Star Wars ist fast schon wieder aktuell. Könnte man fast das wagen, es schon wieder zu bringen. Naja, aber wollen es mal nicht übertreiben. Ich kann hier die Brücke am Quai reinhauen, aber die ist auch nicht mehr aktuell. Huch. Ja, wir kommen wieder mit unserem Image. Wir sind noch nicht abgeschrieben. Aber da war immer was nachrichtenmäßig so gibt. Vielleicht können wir da schon gucken, ob wir uns nachher was holen. Bush, Kampf bis zum Sieg. Demokraten, Finanzminister muss zurücktreten. Kuba, neuer Außenminister ernannt. Und schweres Buschfeuer in Mexiko fordert viele Tote und Verletzte. Und man kann ja auch noch Showbusiness dazu kaufen, aber das ist, ja, wir haben ja kein Geld. Rein theoretisch kann man das dazu kaufen, aber ja. Man hat ja kein Geld, wenn man ich ist. So, also entweder gibt es gleich 165.000 oder 140.000. Es gibt 140.000. Das ist aber so... Manu. Nein, Barhaus soll dahin. Dass es so zurückgeht, hätte ich ja nicht gedacht. Haben sogar wieder verloren. Time Bandits, uiuiui, 22%. Also ist 19 Uhr hier die... Wieso gucken denn die erste Folge so viele und dann die zweite keiner mehr? Manu. So, dann gehen wir schon mal die Geschwindigkeit etwas runter. Schade, dass man die nur hier ändern kann, sonst würde ich mich jetzt in das Nachrichtencenter stellen.
Und da, na, ihr wisst schon. Bau, 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 bau. Welchen nehmen wir denn? Nehmen wir die Hilfsgüter, würde ich sagen. Buschkampf bis zum Sieg und Südafrika zieht sich aus Namibia zurück. Die nehmen wir. Wenn wir jetzt gleich Geld, das Geld von Bar rausbekommen. Und dann drückt mir bitte alle die Daumen, dass gleich bei Good Morning Babylon 2,5 Millionen zu gucken. Sonst wirft das meine ganze Planung durcheinander. Money, money, money. Must be funny. Und du noch. Hui. Müsste gerade noch, hat gerade noch geklappt. Wenn da jetzt schon 2,9 Millionen zu gucken, vielleicht haben wir dann das Glück, dass noch 2,5 Millionen hierbei bleiben. Trommelwirbel. Yeah. 3,2, sauber. Aber nicht gewonnen damit. 25%, 33% hier mit ihrem Time Bandits. Überall laufen Komödien, nur Komödien. Aber überall gucken verdammt viele Leute zu. Und das heißt, wir kriegen gleich noch 165.000. Das ist sehr schön. Aber dann können wir Hoffmann da eigentlich raushauen hier und gucken mal, ob wir nicht noch andere finden. Ich hatte ja eigentlich, hatte ja insgeheim so ein bisschen damit gerechnet, dass jetzt der letzte Tag oder dieser Tag so der letzte wird, weil ich den Sender in Grund und Boden gewirtschaftet und gemanagt habe, aber es scheint ein bisschen besser zu werden. 3 in 2, 3 in 3, 5 Millionen lassen wir mal. Ich sagte 5 Millionen Nobel, 3 in 4. Aber ich hätte gern, gibt es ja nicht viel mehr mit einer Million. Einer Million. In den Mixer. Ja, nehmen wir die 3 in 3. Wer war das? Ne, 3 in 4 sogar, genau. Nobel. Ja, Churchill, kannst ruhig reingehen. Oder ich kann selber nochmal reingehen. Wenn du jetzt eh den Aufzug klaust. Logical. Aber 5 in 2, nee, das ist mir zu riskant. Und dann schon über 100.000, aber nur 0,25 Einschaltquote. Kommt mir ein bisschen verschwendet vor, wenn ich das so sagen darf. Nein, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. So, dann können wir hier hoffentlich noch den Nobel hinhauen. Labaguette haben wir da. Vielleicht machen Labaguette dann hier hin. Und dann zum Hoffen noch. Huch. Hoffend noch ein Nobel hier. Oh, wir haben Geld, wir haben Geld. Wer hätte das gedacht? Fun TV. Den Spaß, den kannte ich nie. Ist noch nicht tot. Mal gucken, ob sie noch 2,5 Millionen zugucken. Ob wir den. Ja. Ihr könnt den Spot da drin lassen, wunderbar. Wird es bei Flatliners aber schon wieder schwieriger, würde ich sagen. Mal gucken erstmal, ob es neue Nachrichten gibt, ob wir da ein bisschen pushen können vielleicht. 17 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr. Militärputsch in Managua. Und hier, 20 Uhr. UFO aus auf der Freiheitsstatue gelandet. Woody Allen an Bord entführt. Das ist eine 8000er Nachricht. Also die kostet 8000 Dollar. Jetzt können wir gucken, ob wir noch irgendwie einen coolen Film kriegen so. Für morgen oder auch übermorgen. Waren wir vor Archie am Aufzug? Yes. So, mein lieber Jabbo, was hast denn du? Dr. Chivago. Eine Idee, der einzige Zeuge. Großstadtpolizist Harrison Ford verliebt sich in Amish-Frau. Nuts, durchgedreht. Edelnutte Barbara Streisand wird des Mordes angeklagt und flieht vor der Einweisung in eine Heilanstalt. Tucker. Kennen wir schon. Taxi Driver. Robert De Niro in seinem besten Film. Der dritte Mann. Krimi-Klassiker von Carol Reed. In den Hauptrollen spielen Joseph Cotton und Orson Welles. The Purple Rose of Cairo. Ein Kinoheld steigt von der Leinwand zu einer Angebeteten herab von Woody Allen.
Tage des Donners. Tom Cruise lässt die Stockcar-Reifen quietschen. Und was war das letzte? Westworld. Science-Fiction-Klassiker über einen Wild-West-Abenteuerpark mit um sich ballernden Robots. Als eben solcher zu sehen. Man weiß es nicht. Irgendjemand ist als eben solcher zu sehen. Ja, wir nehmen irgendeinen guten Film. Oh ja, Alien. Wir nehmen Alien mit. Und außerdem den dritten Mann. Und dann gucken wir mal, was er da noch hinstellt an vierte und fünfte von links. Und hoffen, dass hier noch 2,5 sind. Nein, okay. Also gleich wieder zurück. Ethik im Wandel. Und Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das ist der dritte und vorerst letzte Teil. Verdammt. Und ich hoffe, es sind keiner weg, bevor wir wieder ein bisschen Geld haben. Das habe ich ja immer so, als ich es früher gespielt habe, am liebsten gemacht, so die so Serien gekauft. Es gibt, was gibt es denn hier für Serien? Zurück in die Zukunft gibt es, glaube ich. Und halt Star Wars. Und so weiter und so fort. So, dann haben wir da noch 1 Million. Was haben wir hier jetzt noch? 0,25. Ja, dann muss da der Softshop noch hin. So. Wir machen nämlich dann hier Alien hin, statt den Flashdance. Und vorher, ja, weiß ich nicht. Der dritte Mann. Da geht auch 3 Blocks, ist doch wunderbar, passt er dahin. Und hier abends noch unsere alte Serie. So. Ja, wir können wahrscheinlich Star Wars jetzt noch nicht holen, weil das wird zu teuer. Ich würde mal gerne mit ein bisschen Plus in den nächsten Tag starten. Ich muss noch mal gucken, was... Wir würden dann ja noch 45.000 dazu kriegen. Das wären 7900, irgendwann über 100.000. Was ja gar nicht so verkehrt ist. Mal mit ein bisschen Plus in den Tag zu starten. Aber trotzdem gucken wir mal, ob es neue Nachrichten gibt. Nein. Dann kaufen wir auch keine. Aber jetzt laufe ich ein bisschen planlos und ziellos hin und her. Ich schalte nochmal die Geschwindigkeit langsamer. Aber was ich sagen wollte, ich gehe mal gucken, ob wir nicht irgendwas verkaufen können. Wir haben ganz schön viel Schund an Kultursachen vor allen Dingen. Sollen wir ein paar Sachen verkaufen hier. Vor allen Dingen hier zum Beispiel La Strada hat erst nicht viel Zuschauer gebracht und ist... nicht mehr aktuell. Die Brücke am Quai können wir auch weggeben. Good Morning Babylon war ganz gut. Krimi. Ah, Flatliners, der läuft gerade, der zweite Block. Dann schmeißt er den danach weg. Kultur. Oh, hier den dreidimensionalen Mensch machen wir weg. Und die demoskopische Entropie des Barock auch. Nur wir behalten Kultur heute natürlich. Science Fiction, Alien und Star Wars behalten wir. Keine Frage. Und Birdie behalten wir auch. Die verticken wir jetzt mal. Na, natürlich geht jetzt der Churchill da rein. Ja, ja. Jeder kauft jetzt Star Wars. Huch, wird's da reingehen. Nicht irgendwo anders hinfahren jetzt. So, erstmal hier kannst du ein paar Filme haben. Ich habe mir früher mal vorgestellt, der isst die auf, weil er immer so nom 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 macht, wenn man ihm die Filme in den Mund schiebt. Da, Star Wars ist noch da, aber immer noch verdammt teuer. Da haben wir verdammt viele Zuschauer, aber wir lassen es mal. Die Marslandung. Oh, zum ersten Mal setzen ein Amerikaner, ein Russe und der Papst ihren Fuß auf den Mars. Live-Übertragung. Da würden schon verdammt viele zugucken. Der mit dem Wolf-Tanz, da könnte ich nicht mitbieten. Fast. Metropolis, Frantic, Feivel, der Mauswanderer, oh, das habe ich das früher gern geguckt, den Feivel. Und Bernhard und Bianca. Da gibt es immer so eine Geschichte, wo meine Eltern irgendwie abends weggingen und ich hatte so eine Art Babysitter, aber es war irgendjemand aus der Familie, also nicht direkt meine Familie, sondern irgendwie so Cousins,
glaube ich, ich kann mich ganz dunkel noch erinnern, aber ich weiß noch, dass mein Nachbar und ich dann bei uns waren und wir hatten uns dann Pizza bestellt oder waren wir sogar allein, ich weiß nicht, wir haben Pizza bestellt und Feivel der Mauswanderer geguckt. Und das ist so, hat sich so in mein Hirn eingebrannt. Das war, ja, ist einfach so eine schöne Erinnerung. Und manchmal hat man ja diese Erinnerung, was? Die hab nur ich? Niemand anders hat, ach so. Okay, ich dachte, die hätten auch andere Menschen. Naja, schade. Dann machen wir Bikeshop doch hier weg und machen doch hier Softshop dahin. Gucken doch genug zu, Mensch. Was soll das denn? Und ja, hier, was ist denn hier los? Der Bikeshop, der ist doch, hat doch keine Strafe. Meine ganz schlechte Parodie von Thomas Gottschalk. Der Bikeshop, der hat ja keine Strafe. Dann müssen wir den ja auch nicht bringen, würde ich sagen. Ne? Nobel. Auch Hoffmann hat ja auch noch Zeit. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen nach Werbung gucken können. Es wäre auch super, wenn es so eine Zwischenstufe zwischen 1 Million und 2,5 Millionen gäbe. 1,75 oder irgendwie sowas. Aber leider gibt's das nicht. Muss mal eben husten, einen Moment. So, da bin ich wieder. Musste mal sein. Juicy Cat, André Design, Credit Card, Logical, BB, China Wok, Nipponix. Nipponix für uns dabei. Ja. Ich werde auch nach diesem Tag eine weitere Aufnahmepause einlegen, weil ich hier erstmal wissen will, ob ich nach dem 10. Tag noch weitermache. Kommt ja darauf an, ob ich dann noch eine Mini-Aufnahmesession ranhänge oder eine längere. Müssen wir mal sehen. Nee, ich mache doch keine Pause, habe ich gerade beschlossen. Ich mache den 10. Tag noch hinten dran. Das interessiert euch aber wenig, weil ihr sowieso dann morgen den 10. Tag sehen könnt. Ich hoffe, auch der 9. Tag hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim 10. wieder. Macht's gut, gehabt euch wohl und tschüss.